Willkommen zurück bei Ultima 7. Wir haben das vierte Prisma und jetzt hat uns der Herr der Zeit nach Buccaneers Dean geschickt. Das heißt, wir müssen hier raus. Ach, guck mal. So. Ja. So, Buccaneers Dean. Bitte alles einsteigen. Genau. YOLO. Zeig uns mal. Sag mal, der hat ja schon wieder den magischen Pfeil in der Hand. Hast du alle Bolzen? Nee, der hat doch noch 30. Na ja, gut, dann verschießt den magischen eben. Soll mir recht sein. So, zeig mir mal bitte. Wir sind da unten. Buccaneers Dean ist dort. Das heißt, wir fliegen jetzt geradeaus nach oben. Let's go. So. Wo sind wir denn hier gelandet? Wer wohnt denn hier? Laut Karte müsste das Spectran sein? Nein. Ich glaube nicht, dass wir hier sicher landen können, ja, und ob wir das können. Oh, da sind Sumpfstiefel. Wer von euch hat doch keine Sumpfstiefel an? Ah, ich gebe sie dir mal. Hier, zieh mal an. So. So, mal sehen, ob der alte Trick klappt. Nein. Metallwand. Alles mal abklicken. Nö. Oh. Gehen wir rein? Ach, so ein Quatsch. Alzheimer lässt grüßen, hier waren wir doch schon. Tschüss. Hallo Tentakels. So viele Abenteuer erlebt, dass ich schon glatt vergesse, wo wir schon waren und wo noch nicht. Nein. Oh, das muss Buccaneers Dean sein. YOLO? Ja, wir sind im Buccaneers Dean. Und wenn wir schon mal hier sind, dann möchte ich auch gleich wissen, was hier in dem Haus drin ist. So. Mal gucken. Vielleicht gibt es ja hier ein Schriftstück oder so. Ein Goldstück. Und Unrat. Na, wenigstens das Goldstück können wir gebrauchen. So. Ansonsten nichts von Bedeutung. Alle wieder einsteigen. Und rüber nach Buccaneers Dean. So. Gleich am Hafen lassen wir den Fliegenteppich stehen. Na? Waffen, Rüstungen. Das klingt gut. Gibt es hier auch Training? Hier gibt es Zubehör. Nee, nach dem Trainingsraum sieht das nicht aus. Gut, dann werden wir uns erstmal umsehen. Mal überall reingucken. So, ich bin hungrig, ja. Für hungrig bist du zuständig. Genau. Eins, nein, danke, sagt er. Zwei.
3, 4, 5 und 6. Klingt gut. So. Vor dir steht ein Mann mit einem sehnigen, stahlharten Körper. Das Flackern in seinen Augen gibt dir zu verstehen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Ja gut, wer bist du denn, stahlharter Mann? Ich bin Lucky mit den glücklichen Händen. Ganz gleich, worum es geht. Ich lebe von der Welt. Sie gibt und ich nehme. Der Pirat lacht schallend. Ich bin ein den weltlichen Dingen zugeneigter Mensch. Und das ist auch mein Beruf. Ach ja, und ich bilde Eingeweihte für ein kleines Trinkgeld aus. Ich nehme 35 Goldstücke. Findet ihr das annehmbar? Wenn ihr die Welt nimmt mit Finger macht er Geschicklichkeit. 35 Goldstücke. Wer von euch möchte Unterricht nehmen? Sie hier. Also nicht Jana, sondern Katrina. Du zahlst und die Trainingsstunde beginnt. Lucky holt ein Kartenspiel, 3 Muscheln und ein Stein, sowie 2 Würfel hervor. Daraufhin nimmt der Pirat jeden dieser Gegenstände in die Hand, führt seine verschiedenen Anwendungsweisen vor. Er zeigt, wie man die Karten falsch mischen, von unten her austeilen und falsch abheben kann. Mit den Muscheln und dem Stein zeigt er blitzschnelle Handgriffe, die den Stein unter einer der Muscheln verschwinden lassen. Und zwar genau unter derjenigen, wo er auf gar keinen Fall sein kann. Ah, Hütchenspiel. Schließlich führt er vor, wie man seinen Speichel dazu benutzen kann, um die Würfel so auszutarieren, dass sie regelmäßig die richtige Zahl zeigen. Ja gut, wie es in der Welt so zugeht, meine ich. Ich bin ein Wanderer, ein Saisonreisender. Ich reise unter 100 verschiedenen Namen durch die Welt. Verschiedene Namen? Man kann eine andere Person sein, wenn man sich nur dafür ausgibt. Es ist eine Lebenseinstellung. Ich bin ein Spezialist in der Kunst, mit schönen Worten zu betrügen. Dies verschafft einem große Vorteile. Ich kann zum Beispiel in ein Geschäft gehen und etwas kaufen. Aber ich gehe mit weitaus mehr wieder davon, als ich bezahlt habe, da ich weiß, wie ich den Verkäufer narren kann. Alles so kleine Sachen. Na gut. Es gibt in der Tat nur wenige Orte, wo ich noch nicht gewesen bin. Und noch weniger Dinge, die ich nicht gemacht habe. Okay, dann viel Spaß. Seid vorsichtig, mein Freund. So, jetzt muss ich mal gucken. Genau, Geschick und Intelligenz, Stärke. Aber die hat immer noch Ausbildung 5. Mal gucken, ob wir hier einen Ausbilder sehen, der die Stärke steigert. Hey. Ist das ein Erdbeben, oder? Runter von den Tischen. Ah, ein Casino. Ein Casino, ich glaub's ja. Roulette der Tugend. Du siehst einen alternden Piraten, der einmal sehr furchterregend ausgesehen haben muss. Mein Name ist Mol. Fragt mich nicht, wie ich zu diesem Namen gekommen bin. Ist eine lange Geschichte. Wollt ihr sie wirklich hören? Sie ist ziemlich lang. Na klar, warum nicht? Nun gut, ich wurde in einer Höhle geboren und darum hat meine Mutter mich Mol genannt. Ich dachte, es wäre eine lange Geschichte. Mol zuckt die Achseln. Ich dachte nur, ich sollte die lange Rede auf einen kurzen Sinn bringen. Ach, guck mal, hier geht eine Höhle rein. Dein Beruf? Für viele Jahre habe ich die Meere durchsegelt und Gewalt und Schreck verbreitet. Jetzt, da ich über 50 bin, will ich den Rest meines Lebens in Ruhe und Frieden im Buccaneers Den verbringen. Ruhe und Frieden? Es ist ein gutes Leben. Mich hat das Piratendasein ziemlich ermüdet. Ich konnte das Salzwasser und das rohe Fleisch nicht mehr vertragen und die Abwässer auf dem Deck und die Papageienkacke und die Tatsache, dass jedes zweite Wort Harr war. Und jetzt bist du im Buccaneers Den. Ich verbringe meine Zeit im Haus der Spiele oder in der gefallenen Jungfrau.
Ich finde das Geräusch des Würfels, wie er den Filz berührt. Ach so, ich liebe das Geräusch, genau. Ich liebe den Geschmack lauwarmen Bieres, wie es meine Kehle hinabrinnt. Und ich habe die Gemeinschaft. Diese Vereinigung hat mir einen neuen Ausblick auf das Leben gegeben. Ich dachte, ich hätte Freunde gehabt, als ich noch ein aktiver Pirat war. Aber einem Vergleich mit den Brüdern der Gemeinschaft halten die nicht stand. Und ihr seid auch Gemeinschaftsmitglied. Ihr müsst ein verlässlicher Mensch sein. Meine alten Kumpane, wie zum Beispiel mein Freund Blacktooth, sind auf der Strecke geblieben. Blacktooth lebt hier auf der Insel. Einst waren wir die besten Freunde. Aber seit ich der Gemeinschaft beigetreten bin, behandelt er mich wie den letzten Dreck. Er meidet mich wie die Pest. Ich verstehe das nicht. Es bringt mich zur Raserei. Tja, na dann, auf Wiedersehen, Fremder. Wie sieht's aus? Kann man hier spielen? Rattenrennen? Du siehst einen gut gekleideten Pirat mit öligen Haaren. Ich heiße Smitty. Beruf? Ich bin der Spielleiter und Croupier im Haus. Nee, Croupier heißen die, wa? Im Haus der Spiele. Ich erkläre die Regeln und sorge dafür, dass niemand falsch spielt. Wenn ihr beim Falschspielen ertappt werdet, werdet ihr verhaftet. Ihr werdet auf jeden Fall angezeigt. Was gibt es denn für Spiele? Drei Spiele gibt es hier. Das erste ist das Roulette der Tugend. Das zweite ist das Rattenrennen. Und das dritte heißt Triptykon. Soll ich euch die Regeln erklären? Ja. An welchem Spiel seid ihr interessiert? Triptykon. Ihr setzt auf einen Dreier. Das bedeutet, ihr setzt auf drei Einser, drei Zweier oder drei Dreier. Hier ist der Gewinn am höchsten. Eine 1-2-3-Kombination gewinnt etwas weniger. Eine Gesamtsumme von 4, 5, 7 oder 8 zahlt sich am wenigsten aus. Setzt euer Geld nicht auf die Zahlen dazwischen. Besonders die 4, 5 und 6. Die anders zustande kommen als durch drei Zweier. Verliert. Besonders hier 4 und 5. Eine 6, die anders zustande kommt als durch drei Zweier, verliert. Nachdem ihr euren Einsatz gemacht habt, dreht das Rad. Achso, das wird das hier sein. Okay. Drei Spiele. Ja. Roulette der Tugend. Setzt den gewünschten Goldbetrag auf ein oder mehrere Farben. Dreht das Rad und euer Gold wird sich vermehren, wenn ihr es richtig gesetzt habt. Ja gut. Tschüss. Kann man denn hier spielen? Ah, das ist das Triptykon. Genau. Kann man das spielen, ja? Komm, bei ihm hier. Warte mal, wie viel Gold haben wir denn? Ups. Hier. 380. Vor dir steht der wohl bösartigste und brutalste Kerl, den Britannia gesehen hat. Name? Syntak, grunzt der Mann zurück. Und dein Beruf? Ich bin der Aufseher im Haus der Spiele. Ich sorge dafür, dass hier niemand Ärger macht. Okay. Kennst du Hook? Der Würfel vibriert. Achso, der Würfel vibriert, während Syntak spricht. Hook lebt in der Höhle des Seeräubers, hinter dem Haus der Spiele. Man kann von einer verschlossenen Tür im Spielsaal dorthin gelangen. Ich habe den Schlüssel. Es gibt auch eine Geheimtür in Gordys Büro, die Hook benutzt, um nach Hause zu kommen. Okay, Schlüssel. Wollt ihr den Schlüssel haben? Ja, hier ist er. Danke. Lebt wohl. Cool, wir haben den Schlüssel. Das heißt, wir könnten jetzt eine Hook platt machen. Oh, hier ist das Gemeinschaftshaus. Wollen wir gleich zu Hook? So, wir haben einen Schlüssel bekommen. Da ist er. Jawohl. Und jetzt schmeiße ich den hier rein. So. Jetzt geht es auf zu Hook. Mal sehen, ob wir hier was finden. Was uns weiterhilft. Verschlossen.
Warte, dem kann ich abhelfen. Finster, Britain, Dunsen, Butganiastin, Christopher, Frederico und Minok, Alakna Numaginsia, Lord British und Skinwalker, der Avatar. Ach, das sind die Leute, die du umbringen sollst. Kronjuwele. Morgen bei Sonnenaufgang zur Insel des Avatar segeln. Oh, mein Freund. Iolo? Hier, Beweisstück A. Der will uns umlegen, der Junge. Mjolnirhammer. Wer war denn der mit der Axt? Du. Pass mal auf, nimm du mal den Mjolnirhammer mit. Passt nicht. Passt die Axt? Passt nicht. Passt die Axt da rein? Passt auch nicht. Nanu, sag mal, könntest du die Axt nehmen? Ja. Ach so. So. Geht es da nicht rein? Passt nicht. Mist. Dann nimm du mal den Schild. Ja. So. Ah, da ist auch ein Schlüssel. Den werde ich auch mitnehmen. Man weiß nie, wozu Schlüssel gut sind. Hosen. So. Besteck. Klick, klick. Geht's hier nicht auf? Nee. Kriege ich nicht durch. Gut, hier ist bestimmt eine Geheimtür. Ja. So, mal sehen, wo wir hier rauskommen. Oh, das ist eine Truhe. Verschlossen. Dem können wir Abhilfe schaffen. Dietrich abgebrochen. Nochmal. Ja. So. Da habe ich mich verklickt. Nochmal abgebrochen. Oh. Ist dafür vielleicht der Schlüssel gedacht? Tatsache. Oh! Jungs, wer von euch? Iolo ist am schlechtesten gerüstet. So. Was trägst denn du? Auch eine magische? Nee, ein Plattenpanzer. Und wer hat noch keinen magischen Schild? Du. So. Warte mal, hat doch irgendeine Kette an? Nein. Alle gut. Gut. Und jetzt ist hier der Ausgang? Nee. Mist. Ich dachte, jetzt geht's hier raus. Oh, da ist noch ein Sack. Aha, ein Gölderchen
und einen Dietrich. Danke. Und Iolo, sag jetzt nicht hier irgendwie, das sei unmoralisch. Wir berauben hier Piraten. Oh. Nicht gut. Die Musik kommt doch immer bei Kampf. Oh! Verschlossen. Aha. Geöffnet. Und geöffnet. So. Die Dolche brauche ich nicht. Von da sind zwei kommen. Oh! Schade, ich dachte, wir kriegen jetzt hier noch irgendwas Besonderes. Wer hat denn so ein Monster bei sich im Keller versteckt? Oh, ist da ein geheimer Durchgang? Ja. Wow. Nein, nicht das Lesezeichen. Ich will das daneben. Ach so, das ist ein Lesezeichen. Und ein Siegel. So. Kisten. Ah, das ist ein Gemeinschaftslager. Ach, guck mal einer an. Das ist ein geheimer Gemeinschaftsraum. Seht ihr, hier sind Dings, Kandelaber. Da halten sie hier geheime Messen ab. Oh. Mal bitte ein, dass da keiner reintritt. ...44 und du noch ein. Okay. So. Wow! Oh, mein Freund, bist du Hook? Verschlossen, warte. Dem kann ich abhelfen. Nee. Der Troll knurrt dich an. Offensichtlich stört ihn deine Gegenwart. Ich würde gerne wissen, wie dein Name ist. Ich Grott. Wieso du wollen wissen? Stimme böse sein? Wieso du... Die Stimme ist böse? Ja. Er scheint sehr verstört. Werde besser machen. Ich verstehe. Ich fessern öfter schlagen. Ach so, er glaubt, ich gehöre hier dazu. Ah, ich danke euch von ganzem Herzen, mein Lord, sagt ein Gefangener. Komm, Anton, die nette Person hat doch nur eine Frage beantwortet. Hä? Ich Gefangene foltern, sagt er und schlägt sich stolz auf die Brust. Helfen wollen? Nicht unbedingt. Du machst komische Witz. Na los, foltern.
Wen haben wir denn hier? Ach, ein Avatar-Kostüm. Ach, ich weiß, wer das ist. Avatar-Kostüm. Das ist der Typ, der Hochstapler. Der Mann im Gefängnis begrüßt sich mit einem breiten Lächeln. Name. Ich heiße Sullivan. Ja, genau, Sullivan. Wer seid ihr? Ich bin der Avatar, mein Freund. Oh, ich verstehe. Oh wei. Ja, oh wei. Der Name meint damit, dass er sich damals euer Kostüm anzog und eure Identität annahm, um sich Gewinne zu erschwindeln. Wie war Avatar? Der Betrug funktionierte einfach zu gut. Es war eigentlich schade, um ehrlich zu sein. Ich hätte nicht damit durchkommen dürfen. Jetzt werde ich dafür bestraft. Von der Gemeinschaft. Das ist eine wunderbare Vereinigung. Ja gut, okay. Das kennen wir schon, die Sprüche. Ein wenig böse auf mich. Das ist aber sehr milde ausgedrückt. Gut, dann kümmern wir uns später mal drum. Und du bist? Du erblickst einen Mann mit einem verbitterten Gesichtsausdruck. Name. Er kratzt sich an der Nase. Ich heiße Anton, aber es würde mich nicht überraschen, wenn ihr euch einen Dreck darum schert. Oder wollt ihr mich wieder foltern? Sei jetzt höflich, Anton. Ich bin mir sicher, dass My Lord wirklich an eurem Namen interessiert ist. Naja, sicher doch. Beruf? Was für eine blöde Frage ist das? Ich bin im Gefängnis. Welchen Beruf soll man hier schon ausüben? Ja, blöde Frage. Beruhigt euch, Anton. Ich bin sicher, dass ihr bald wieder einen Beruf haben werdet. Er war Lehrling beim Weisen Alakna, aha, der ihm auftrug, mehr über die Gemeinschaft herauszufinden. Haltet euer Mund nah. Jetzt werden sie mich sicher hinrichten. Habt ihr schon vergessen, lieber Anton? Ihr habt ihnen dieses Geheimnis bereits vor langer Zeit verraten. Hab ich das? Er nickt. Anton dreht sich zum Troll. Hab ich das? Der Troll nickt. Na dann fahrt fort. Wie ich schon sagte, sein Meister trug ihm auf, die Gemeinschaft zu bespitzeln. Natürlich wurde er dabei ertappt und zur Folter hierher gebracht. Aber ihr habt keine Angst, Anton. Aber habt keine Angst, Anton. Ihr werdet euch bald sicher wieder auf freiem Fuß befinden, zu eurem Mentor Alagna zurückkehren und weiter lernen können. Alagna? Er ist der Weise, der nur Maginzia lebt. Vielleicht der gelehrteste Mann in ganz Britannia. Richtig, da waren wir ja schon. Er seufzt. Und jetzt werde ich nie mehr die Gelegenheit haben, von seinem umfangreichen Wissen zu lernen. Naja, gut. Naja, nur wenige Menschen scheren sich darum. Ja, sie werden mich wahrscheinlich hier behalten, bis ich verrotte. Oder zumindest, bis ich an den Folgen der Schläge vom Troll sterbe. Der Troll schlägt mich jeden Tag unzählige Male. Ich werde es nicht mehr länger überleben können. Ach, komm schon, Anton, so schlimm kann es doch nicht sein. Die Gemeinschaft gibt uns schließlich ein Dach über den Kopf und mehr Essen als wir. Mehr Essen? Naja, sie geben uns auch Essen. Die Gemeinschaft natürlich. Sie ist eine gut. Danke, tschüss. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal eine Pause und machen dann übermorgen weiter. Ansonsten würde Ansonsten würde die Folge hier wahrscheinlich noch Stunden oder Wochen gehen. So rum. Und deshalb sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag. Und see you later.